von Freuds Theorie. Hat aber sicher eher mit der Hoffnung zu tun, die sie als Geschenk im Gepäck hat. Die Möglichkeit, das eigene Unbewusste zu enträtseln, eröffnet für jeden die Aussicht auf persönliches Glück. Und da einem das eigene Unbewusste so nahe erscheint, scheint auch das Reich der Freiheit nahe. Andererseits ist das Unbewusste ja schon per Definition, so wie es definiert ist, eine Blackbox, in die ich nicht hineinsehen kann. Deshalb hindert mich nichts daran, in ihr die Quelle aller meiner Probleme zu vermuten. Die Entschlüsselungsarbeit führt dabei immer zurück in die eigene Biografie. Das macht uns alle zu Familienhistorikern. Dort entdeckt man den wahren Schuldigen, die eigenen Eltern. Sie haben alles falsch gemacht. Ihnen habe ich meine Probleme zu verdanken, denn sie haben mein Leben als Kleinkind beherrscht. Das wiederum hat das Gespräch zwischen den Generationen in einen juristischen Prozess verwandelt. Ankläger ist die junge Generation, Angeklagte sind die Eltern. Das wiederum hat die Elternrolle so äußerst unattraktiv gemacht, weil sie weitgehend mit Schuldgefühlen verbunden wird. Man kann schon die Anklagen von später voraussehen. Durch Freud sind Ausdrücke wie Komplex, Verdrängung, Unbewusstes, Projektion, das meint eigene Zustände, werden anderen zugeschrieben, oder Internalisierung, damit ist die innere Aneignung gemeint, in den allgemeinen Sprachgebrauch der durchschnittlichen Zeitungsleser übergegangen und geläufig geworden. Das betrifft auch einen abgeleiteten Begriff wie Identität, der nicht von Freud, sondern von seinem Schüler Erik Erikson ausgearbeitet wurde.